Hallo und willkommen zum dritten Teil unseres Wiki-Tutorials. Hier wird es um eine der wesentlichsten Funktionen des Wikis gehen, und zwar um das Erstellen von internen und externen Links. Kommen wir also wieder zurück zu unserem wohlbekannten Wiki über Daria. Ich möchte hier einen Link hinzufügen, und zwar zu einer weiteren Wiki-Seite. Und in dem Fall habe ich sie schon vorbereitet. Wir gehen hier einfach nochmal auf Bearbeiten unter Partner. Und ich habe mir gedacht, ich erstelle mal eine Linksammlung für die ganzen Partner von Daria. Also, um einen internen Link zu machen, schreiben wir zwei eckige Klammern, dann den Titel unserer Seite und schließen mit zwei eckigen Klammern. Wie wir sehen, ist hier bereits ein Link. Das liegt daran, dass die Seite schon vorbereitet wurde. Also, nachdem wir auf unseren Link geklickt haben, kommen wir auf diese Seite und wir sehen hier überall externe Links zu den einzelnen Partnern von Daria. Und naja, uns ist dann später aufgefallen, dass der Titel von dieser Seite, also Links zu Daria, ja nicht ganz richtig ist. Wir verlinken ja schließlich zu den Partnern von Daria. Und deswegen nehmen wir diesen kleinen Irrtum mal als Anlass, einfach eine neue Seite zu erstellen. Wir gehen also zurück und gehen wieder auf Bearbeiten. Und um eine neue Seite im Wiki zu erstellen, schreiben wir am besten einen internen Link, aber zu einer Seite, die es eben noch nicht gibt. Wir schreiben also wieder zwei eckige Klammern auf und diesmal unseren gewünschten Titel der neuen Seite. Links zu den Partnern von Daria. Zweieckige Klammern zu. Speichern. Nein, das ist auch nicht so schön. Wir wollen ja beide Links untereinander stehen haben. Dafür müssen wir eine Zeile freilassen zwischen den beiden. So. Jetzt wird's gehen. Das Erstellen eines Links zu einer Seite, die es noch nicht gibt, haben wir jetzt einen roten Link. Und wie wir hier sehen können, wenn wir die Maus drüber halten, steht da Links zu den Partnern von Daria und in Klammern Seite nicht vorhanden. Das soll uns aber nicht weiter stören. Wir klicken trotzdem darauf und kommen hier zum Erstellungspanel. Wir haben quasi eine Bearbeitungsseite, wie wir sie kennen, nur ist diese dafür da, eine neue Seite zu erstellen. Wenn wir diese Seite jetzt verlassen würden, dann würde der Link rot bleiben. Erst wenn wir etwas reinschreiben, ist die Seite erstellt und mit Inhalt gefüllt. Und ja, wofür haben wir die Seite erstellt? Natürlich, um externe Links zu den Partnern von Daria zu erstellen. Und das geht ähnlich wie interne Links, nur anstatt von zweieckigen Klammern schreiben wir eine Klammer am Anfang und am Ende. Und zwar folgendermaßen: eckige Klammer auf, dann die URL zur Seite, zu der wir verlinken wollen. Und wenn wir möchten, dass anstatt der URL ein eigener Text dasteht, dann lassen wir einfach nach der URL ein Leerzeichen, eine Leerstelle und schreiben den Text hin, den wir als Maske für den Link haben möchten. So, jetzt fehlt noch Klammer zu. Und wenn wir die Seite speichern, sehen wir unseren blauen Link. In dem Fall lila, weil wir ihn schon mal angeklickt haben. Und nochmal zum Beweis, ja, der Link führt direkt zur Seite, die wir verlinken wollten. Wir gehen zurück. Und das ist nicht die einzige Möglichkeit, einen Link hinzuzufügen, wenn wir zum Beispiel nicht wollen, dass ein Text dasteht anstatt dem Link oder wenn wir einfach den Link pur haben möchten, dann reicht es auch, die URL in das Bearbeitungsfenster hineinzuschreiben. Nämlich das MediaWiki erkennt automatisch, dass es sich um eine URL handelt und wird sie dann am Ende als Link anzeigen. Hier zum Beispiel
die URL zur Seite von Daria. Und wir sehen hier, es ist wieder ein Link. Und wenn wir draufklicken, genau, kommen wir zur richtigen erwünschten Seite. Aber gehen wir nochmal zurück zu unserer Benutzerseite. Ich möchte nochmal kurz zeigen, wie das funktioniert, weil wir haben jetzt eine neue Seite erstellt und wir können sie da unten natürlich über den Link erreichen, aber wir können sie auch in der Suchleiste finden oder mit der Suchfunktion finden. Wenn wir in die Suchleiste eintippen Links, dann sehen wir schon alle Seiten, die im Titel das Wort Links beinhalten und ja, und wenn wir auf Links zu den Partnern von Daria klicken, kommen wir auf die Seite, die wir eben erstellt haben. Die Suchleiste dient aber nicht nur der Suche von Seiten, sondern man kann auch durch die Suchleiste Seiten erstellen. Das ist nicht so empfehlenswert. Wenn wir in die Suchleiste eine Seite oder einen Seitentitel eingeben von einer Seite, die es nicht gibt, dann kommen wir genauso auf eine Erstellungsseite, wie wenn wir den Link in einer Seite hineinschreiben. Der Unterschied ist nur, dass wenn wir die Seite durch einen Link erstellen, dann haben wir bereits eine Seite, in der dieser Link drin steht. Das bedeutet, wenn niemand von dieser Seite weiß, dann wird er sie auch wahrscheinlich nicht finden. Diese Seite wird dann nur auffindbar sein, wenn jemand genau weiß, wie der Titel lautet und diesen Titel in die Suchleiste eingibt. Nun, ich hoffe, das war nicht zu verwirrend am Ende. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.